Merkt mir das immer nicht alles. Das war das iPad von meinem Freund. Ihr Lieben, es ist der letzte Sonntag in diesem Monat und das heißt, es gibt meine Neuerscheinungen für den Oktober und ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei mir. Ich habe mir für den Oktober ganze 17 Bücher auf den Zettel geschrieben, wovon das meiste aber allerdings Fortsetzungen sind. Das heißt, auf diese Bücher werde ich auch nicht genau eingehen. Ich werde sie euch lediglich sagen, dass sie rauskommen. Falls euch das interessiert, damit ihr wisst, falls ihr eine von den Reihen angefangen habt, dann wartet auf die Fortsetzung, damit ihr nicht vergesst, die Fortsetzung zu kaufen. Und ich fange jetzt an, bevor ich mich weiter mit meinen Wörtern überschlage. Ja, beginnen wir mit dem ersten Buch, was auch direkt am 1.10. erscheint, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ist das Mondprinzessin von Ava Reed. Ava Reed ist ja die Autorin der Spiegelsplitter-Reihe und ich habe sie selber noch nicht gelesen, steht aber definitiv schon sehr, sehr lange auf meinem Wunschzettel. Ich verfolge Ava auch auf Facebook, da postet sie immer ganz, ganz lustige Bilder von ihrem Bücherregal, aber das tut jetzt hier eigentlich nicht zur Sache. Kommen wir zur Mondprinzessin. Ich finde das Cover wirklich unglaublich hübsch. Ich finde es richtig, richtig schön. Mir gefällt es richtig gut. Den Inhalt zu die Mondprinzessin muss ich mir mal abspicken. Ich kann nicht nur so viel sagen, es geht um Lynn. Lynn bemerkt an ihrem 16. Geburtstag, nee, da steht hier nicht an welchem Geburtstag, ist ja auch egal. Auf jeden Fall bemerkt Lynn an ihrem Geburtstag, dass sich auf ihrem Unterarm ein Sternenbild abzeichnet und dieses beginnt zu leuchten. Und irgendwann kann sie das Ganze nicht mehr verstecken, denn auch sie fängt dann irgendwann zu leuchten an und von dem Moment an ist nichts mehr, wie es war. Denn dunkle Schatten beginnen die Jagd auf sie und das sind wohl die Wächter des Mondes. Und sie begegnet Yuri, der ihr erzählt, sie sei eine Prinzessin und kein Waisenkind. Trotz Lynns Unglauben folgt sie dem Mondkrieger und stellt sich ihren Verfolgern. Yuri verliebt sich in Lynn, doch sie ist einem Prinzen bestimmt und nicht ihm. Und ich finde, das hört sich so schön an, das ist Fantasy mit Liebesgeschichte, also ne, das ist eine Susi-Geschichte und ich finde das Cover wirklich sehr, sehr hübsch und ja, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, wie gesagt, Mondprinzessin von Ava Reed erscheint am 1. Oktober. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Der letzte Stern von Rick Yancey. Das ist der dritte und letzte Teil, glaube ich, der fünften Welle-Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Reihenbezeichnung gibt. Auf jeden Fall, da es der dritte Teil ist, kann ich euch hier zum Inhalt nicht sagen. Nur so viel, es geht immer noch um die Alien-Invasion und ja, ich freue mich schon so auf dieses Buch. Ich werde es auf jeden Fall im Oktober gleich lesen, falls es einen von euch interessiert. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass am 4.10. der zweite Teil der Schmuckausgabe von Harry Potter erscheint. Es gibt ja viele Harry Potter-Fans da draußen, die da schon sehnsüchtig sicherlich drauf warten. Dann erscheint ebenfalls am 4. Oktober der sechste Teil der Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Estep. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Es heißt Spinnenfeuer und ja, ich habe den fünften Teil der Elemental Assassin-Reihe hier noch rumliegen. Den müsste ich auch mal noch lesen. Und mich nervt es nur, dass jetzt ab dem sechsten Teil neue Cover von Verlag gemacht werden zu dieser Reihe und oh, die ersten 5 Cover habe ich jetzt in schwarz und die anderen werden jetzt weiß. Warum tut der Verlag das? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall kommt dann der sechste Teil der Elemental Assassin Reihe ebenfalls am 4. Oktober raus. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, der dritte Teil ebenfalls von Jennifer Estep's Black Blade kommt noch mit raus. Dann haben wir den dritten Teil, glaube ich, von der Between the Lines Reihe von Tamara Webber. Der kommt auch noch raus. Dann haben wir noch am 13.10. kommt die Schmuckausgabe, also der Schuber von der Silbertrilogie. Und ich möchte diese Bücher schon so lange lesen und ich glaube, ich werde den Schuber irgendwie mal mit auf meinen Wunschzettel setzen für Geburtstag und Weihnachten. Ich finde den Schuber richtig cool, der sieht richtig gut aus. Also, ich mag ja Schuber, ne? Wenn sie nicht immer so teuer wären. Naja gut, auf jeden Fall kommt der Schuber dann auch am 13.10. raus von Silber. Dann kommt auch raus am 13.10. das neue Buch von Kira Cass, Siren oder Sirenen. Wie man das jetzt auch immer aussprechen möchte, ich weiß es nicht, je nachdem, ob man Deutsch oder Englisch mag. Und in Siren geht es um Kaylin und ihre Familie kommt bei einem Schiffunglück ums Leben und sie selbst wird als einzige gerettet von drei betörenden jungen Frauen, Sirenen. Wunderschön und unsterblich und von nun an ist Kaylin eine von ihnen. Scheinbar ein ganz normales Mädchen, doch ihr Leben gehört dem Meer. Jeder Mensch, der ihre Stimme hört, muss sterben und so schweigt sie. Bis sie Akinli begegnet. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Akinli. Ich war mich gerade voll zum Horst, ich kann den Namen nicht aussprechen. Naja, auf jeden Fall begegnet sie dann dem jungen Studenten und er versteht Kaylin auch völlig ohne Worte. Nach nur wenigen Stunden haben nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Seelen zueinander gefunden. Und als, naja, der Name, den ich nicht aussprechen kann, schwer erkrankt, droht auch der eigentlich unsterblichen Kaylin der Tod. Der nächste große romantische Roman der Bestseller-Autorin Kira Cass.
Wer Selection mochte, wird Siren lieben. Naja, ich bin ja mal sehr, sehr gespannt. Ich habe Selection noch nicht gelesen, aber da kommt ja dann auch dieser Schuber raus und der ist auch so schön. Ihr müsst euch mal den Selection Schuber angucken. Der ist so schön, der sieht so toll aus und ich habe ja nur Band 1 als Taschenbuch. Jetzt habe ich natürlich schon überlegt, ob ich den Schuber mir vielleicht auch mal noch mit auf den Wunschzettel setze. Ich finde den wirklich richtig schön und ja, also... Ich bin mal gespannt, wie Siren ist oder Siren oder ne, was auch immer. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 14.10. und heißt Paper Swan, Dich will ich nicht lieben und ist von, jetzt muss ich nochmal kurz abgucken, Leila Etter. Und ich lese euch auch hier ganz mal auch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht und ich finde, das hört sich so gut an. Und zwar, als Guy Sedgwick entführt wird, ist sie sich sicher, dass es nur um Lösegeld geht und ihr wohlhabender Vater sie bald befreien wird. Doch ein Mysterium beginnt. Wochenlang hält ihr Entführer sie auf einem Segelboot gefangen, weit weg von jeglicher Rettung. Eine Zeit voller Hunger, Demütigung, Schmerz und Angst. Sky hat alle Hoffnung verloren, dass man sie findet und befreit. Und sehnt sich nach dem erlösenden Tod, bis sie erkennt, dass ihr Entführer sie nicht zufällig ausgewählt hat und dass er der Mann ist, den Sky seit vielen Jahren schmerzlich vermisst hat. Und ich finde, das hört sich so gut an. Und ja, es stand dann unten in der Beschreibung noch eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte und bla bla bla. Und ja, ich glaube, ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall kaufen und ich möchte es auf jeden Fall lesen, denn ich finde, es hört sich einfach auch mal nach was anderem an, mit einem ganz, ganz anderen Ansatz. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass da, wenn er sie wochenlang gefangen hält und malträtiert, dass da eine gute Liebesgeschichte draus werden kann. Also es kann ein gutes Buch werden, es kann aber auch wirklich arg nach hinten losgehen, aber... Das erfährt man nur, wenn man es liest, ne? Also, wie gesagt, Paper Swan erscheint am 14.10. Wen es von euch interessiert, schreibt es euch auf. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar heißt das Mein Himmel in deinen Händen und ist von Amy Harmon. Erscheint ebenfalls am 14.10. Und das ist eine Liebesgeschichte auch. Und in diesem Buch geht es um David Taggart. Und David Taggart hat nichts, worum es im Leben sich zu kämpfen lohnt. Doch das ändert sich schlagartig, als er eines Tages Millie Anderson kennenlernt, der sich als Tänzerin in seiner Bar bewirbt. Und nichts an Millie ist gewöhnlich und David ist vom ersten Augenblick an fasziniert von ihr. Auch Millie hat in ihrer Vergangenheit Dinge erlebt, an denen sie beinahe zerbrochen wäre. Und je näher sich die beiden kommen, desto mehr müssen sie sich fragen, ob es sich vielleicht nicht doch lohnt, stark zu sein für sich selbst, aber auch für andere im Leben. Und auch das, finde ich, hat sich wirklich sehr, sehr schön angehört. Ich glaube, das ist hier eine Geschichte... die einem wieder bestimmte Werte noch mitvermitteln möchte. Und ja, deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Wie gesagt, Mein Himmel in deinen Händen erscheint am 14.10. Puh, bis jetzt bin ich hier ziemlich durchgerast. Ne? Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich auch so schnell spreche, aber wir wollen ja hier auch alles schaffen. Okay, machen wir weiter. Als nächstes erscheint ebenfalls noch am 14. Oktober der dritte Band von Magisterium von Holly Black und Cassandra Clare. Auch hier kann ich zum Inhalt nichts sagen. Ne? Ihr werdet sicherlich wissen, Magisterium sind ja die Bücher mit den coolen... Buchschnitten. Die sind ja so glitzerig und so. Ne? Die finde ich ganz, ganz cool. Dann erscheint noch am 14.10. ebenfalls der erste Teil von der Gen-Reihe von Mona Kasten. Und ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan von Mona Kasten und ich bin auch mehr oder weniger durch sie zu BookTube gekommen, denn sie war so die erste, die ich generell so mit Büchervideos auch geguckt habe und sie hat ja damals, wo ich angefangen habe, sie zu gucken, auch noch ganz, ganz vieles andere gemacht und es ist ja im Moment etwas ruhig um sie geworden und ja, was ich ein bisschen schade finde, denn ich finde, sie ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch und ja, auf jeden Fall erscheint ihr erster New Adult Roman Begin Again am 14.10. und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch und ja, ich denke mal, ich werde mir das irgendwann auch sicherlich nochmal mit angucken, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gleich losrenne und mir das kaufe. Ich denke es mal eher weniger. Okay, ich lese euch aber auch hier ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Neuer Name, neue Frisur, neue Stadt, hunderte Meilen von ihrer dunklen Vergangenheit entfernt, will die junge Studentin Ellie Harper noch einmal ganz von vorne beginnen. Alles, was ihr für den Neuanfang noch fehlt, ist ein WG-Zimmer. Als sie auf den unverschämt attraktiven Caden White trifft, ist ihr alles klar. Dieser Kerl mit seinen Tattoos und der mürrischen Art ist so ziemlich der Letzte, mit dem sie sich eine Wohnung teilen will. Doch als alle Stricke reißen, bleibt Ellie keine andere Wahl. Caden, der eigentlich auf keinen Fall eine weibliche Mitbewohnerin wollte, stellt sofort Regeln fürs Zusammenleben auf. Keine Gefühlsduselei und schon gar keinen Körperkontakt. Zunächst funktioniert das alles ohne Probleme.
Doch mit der Zeit kommen sich beide näher und irgendwann weiß Ellie nicht mehr, ob sie seine Regeln noch einhalten kann. Also es ist, denke ich mal, so typisch New Adult Grundstory. Mädchen und Junge verlieben sich ineinander, können aber auch aus unerfindlichen Gründen nicht zusammen sein. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich werde mir dieses Buch irgendwann sicherlich mal mit angucken. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich Lust dran habe und mir das kaufe. Also da gibt es andere Bücher mit anderen Prioritäten. Außerdem habe ich einen Sub, der muss auch mal weg. Ja, so viel zu Beginn again. Am 20.10. erscheint dann der zweite Teil von Percy Jackson erzählt Göttergeschichten. Meine Arbeitskollegin hat den ersten Teil gelesen und mochte ihn sehr, sehr gerne, aber sie ist generell ein großer Percy Jackson-Fan. Ich muss ja sagen, ich war von den Büchern generell ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr von erhofft am Ende. Und ja, aber für alle Percy Jackson-Fans, wie gesagt, dieses Buch erscheint am 20. Oktober. Nachdem ich jetzt quasi von allem einmal unterbrochen wurde, von was man so unterbrochen werden kann, weil mein Freund kam gerade vorzeitig nach Hause, mit dem habe ich jetzt noch gar nicht gerechnet. Ja, wo war ich jetzt? Ich glaube, ich war jetzt bei Everflame 3, was am 24.10. erscheint, von Josephine Angelini und wollte euch gerade erzählen, dass ich den zweiten Teil von Everflame Tränenfahrtchen noch rumkullern habe, den endlich mal lesen müsste, aber da irgendwie den immer wieder nach hinten schiebe und noch nicht so die Motivation gefunden habe, den zweiten Teil zu lesen. Aber der dritte erscheint auf jeden Fall am 24.10. für alle da draußen, die es interessiert. Dann erscheint am 27.10., wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, der Selection Schuber. Er sieht wirklich so schön aus. Der kommt auch im Oktober und zwar am 27.10. Und ja, ich glaube, ich tue beide Schuber auf meinen Weihnachtsgeburtstagswunschzettel schreiben. Vielleicht ist ja einer so gnädig und schenkt zu mir. Mal gucken. Damit wären wir dann jetzt bei den letzten beiden Büchern, die am 31.10. erscheinen. Und zwar zum einen der dritte Teil von der Talon-Reihe oder Talon-Reihe. Und zwar heißt er Drachennacht. Auch hier kann ich zum Inhalt nicht viel sagen. Aber ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich habe ja den ersten und zweiten Band schon gelesen. Ich fand ja den zweiten Band sogar noch ein bisschen besser als den ersten. Und fand das Ende vom zweiten auch ein bisschen fies, weil da schon ein Cliffhanger drin vorkam, wo man jetzt dachte so, what? Was passiert denn da jetzt als nächstes? Und ja, man möchte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Deswegen freue ich mich da auf den 31.10., dass da der dritte Teil dann endlich erscheint. Und dann ebenfalls am 31.10. erscheint dann der letzte und dritte Teil der Passage-Trilogie. Die Spiegelstadt. Für alle, die jetzt nicht wissen, was die Passage-Trilogie ist, das ist hier der Übergang. Und die 12 von Justin Cronin ist Band 1 und 2. Und das ist jetzt der dritte Teil. Und ja, ich habe zwar den zweiten noch nicht gelesen, aber ich finde den ersten immer noch gut von der Handlung her und von der Story. Auch wenn der Schreibstil sehr, sehr ausladend war und das Buch zu lesen eine Quälerei ein bisschen war, möchte ich den zweiten auf jeden Fall lesen und ja, denke auch den dritten, dass ich den auf jeden Fall dann noch lesen möchte. Und ja, freue mich dann auch schon auf dieses Buch. Das waren die Neuerscheinungen, die ich so rausgesucht habe. Wisst ihr vielleicht noch, ob noch ein paar andere interessante Bücher rauskommen im Oktober? Wenn ja, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich bin da ja immer für Vorschläge offen. Und ja, es sind sehr, sehr viele Fortsetzungen, die jetzt im Oktober erscheinen. Und wie gesagt, auf das eine oder andere Buch freue ich mich auch schon sehr. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.